Das ist keine Straßenbahn. Das ist Wiens Elektro-City-Bus beim Stromnachtanken an der Endstelle. Seit 2012 wurden die Citylinien in Wien auf abgasfreie Elektrobusse umgestellt. Es handelt sich dabei um den ersten in Serie hergestellten Vollelektrobus Europas. Eine Attraktion für die Fahrgäste, die den E-Bus schon nach kurzer Zeit ins Herz geschlossen haben. Ganz wichtig ist uns natürlich einmal die Rückmeldung unserer Kunden und Kundinnen und die ist sehr positiv. Sie fahren gern mit dem E-Bus, auch Touristen kommen nach Wien, um sich den E-Bus anzuschauen. Auch von technischer Seite hat sich gezeigt, das funktioniert sehr gut. Mit unserem Ladesystem schaffen wir es, die Lebensdauer der Batterien zu verdoppeln, da sich der Bus, wenn er untertags unterwegs ist, nur rund um 10% entlädt. In der Nacht wird er dann langsam geladen. Wir heizen im Winter den Batteriepacks ein bisschen ein, damit alles reibungslos funktioniert, aber das System hat sich bewährt. Und auch als Lenker wünscht man sich den Einsatz auf der City-Strecke. Ich freue mich immer wieder, wenn ich am Dienstplan die City habe, weil es was komplett anderes ist. Die Busse sind kleiner, dadurch agiler, leichter und flotter zu fahren und es ist quasi, kann man vergleichen wie ein Go-Kart. Es macht sehr viel Spaß. Die insgesamt 9 an Bord befindlichen Lithium-Ferrit-Batterien werden nach jedem Rundkurs in der Endstation 10 Minuten lang nachgeladen. Somit hält man den Akkustand stets sehr hoch, ideal für Leistung und Lebensdauer der Speichereinheit. Die Batterien befinden sich übrigens am Dach, im Heck und am Fahrzeugboden. Abgesehen davon, dass er extrem umweltfreundlich ist, nämlich komplett elektrisch betrieben, er fährt nicht nur elektrisch, sondern auch die Heizung und die Klimaanlage funktioniert mit Strom, ist es natürlich eine Erleichterung für die Anrainerinnen, denn in der Innenstadt, in den engen Gassen ist der Bus sehr leise unterwegs, sehr geräuscharm und komfortabel natürlich auch, Klimaanlage, Heizung, alles vorhanden. Der Electric City Bus, genannte Stadtbus, verfügt über ein regeneratives Bremssystem, das die Akkus beim Bremsen bzw. schon beim Weggehen vom Gaspedal auflädt. Der Motor weist eine Dauerleistung von 85 kW auf. Der 7,72 Meter lange Bus ist damit bis zu 62 km/h schnell. Im komfortablen Innenraum ist Platz für mehr als 40 Passagiere. Dank Niederflurbauweise fällt das Ein- und Aussteigen leicht. Die Fahrt durch die Wiener City wird so zum Vergnügen. Kein Wunder, dass auch viele Touristen mit dem Elektrobus unterwegs sind. Es ist immer wieder so, dass die Leute sehr neugierig sind und sehr viel fragen, was mich freut, weil ich auch immer sehr gern auskunftsfreudig bin. Und es ist schon eine große Response da, weil es eben was Einzigartiges ist, was es noch nicht gibt wirklich. Und weil die sogenannten Electric City Busse so einzigartig sind, wollen viele andere Städte das Konzept kopieren. Was zur Folge hat, dass sich zumeist einer der 12 Wiener E-Busse auf Tour im Ausland befindet.